Ihr neuer Glaube gilt der Nachtgöttin Shah, eine angemessene Wahl für eine Drow. Doch dies ist kein Zeichen dafür, dass sie die Brutalität ihres Volkes abgelegt hat. Sie findet das Gesetz der Erdoberfläche wunderlich und mehr als etwas seltsam. Doch dies liegt einfach an ihrer mangelnden Erfahrung. Auch scheint sie etwas naiv über das Ansehen ihrer Rasse bei den Bewohnern der Erdoberfläche zu denken. Viele geben ihr nicht die Chance, die sie zu erwarten scheint, und schon wenn man mit ihr gesehen wird, kann das die Meinung der Leute über einen selber beeinflussen. Ihr wisst, dass sie als Drow widerstandsfähig gegen Magie ist. Das steht bei Safana. Als sie Safana nach ihrer Vergangenheit fragt, denkt sie sich eine Geschichte nach der anderen aus, in denen es um fantastische Liebeleien mit Piratenkapitänen, Adligen und Königen jeder Fasson geht. Die einzige gleichbleibende Einzelheit sind, dass sie anscheinend in der Stadt Kalimhafen, umgeben von Luxus, aufwuchs. Ihr Vater war ein einflussreicher Adeliger, und obwohl sie alles hätte haben können, schien sie die schützende Hand ihres Vaters zu erdrücken. Doch bevor sie 15 war, brannte sie mit Hilfe des ersten Offiziers des Piratenschiffs Excessus durch und blieb mehrere Jahre bei der Mannschaft, die dann lang der Schwertküste ihre Raubzüge unternahm. Am Ende versuchte sie sogar, den Kapitän ihrem Willen zu unterwerfen und geriet so in heftige Schwierigkeiten. Sie konnte jedoch fliehen, als das Schiff in Baldur's Tor angelegt hatte. Safana erzählt viele Geschichten über ihre daraufhin Eskapaden, doch wenn ihr da auch nur ein Körnchen Wahrheit steckt, so wird man dieses nie finden. Und Nera. Als ihr Nera ihre Vergangenheit fragt, erzählt sie, dass sie schon seit etlichen Monaten auf der Flucht vor den Roten Magiern sei. Sie scheint vorschnell und unbedacht zu sein, aber ihr habt auch gehört, dass Hasardeure zu den mächtigsten Magiern zählen, solange sie keinen Unfall auslösen. Trotz ihrer fröhlichen wie auch launischen Art spürt ihr, dass ihre Vergangenheit sie quält. So sehr sie es auch liebt, die Macht ihrer unbändigen Magie zu entfesseln, so sehr fürchtet sie auch, dass sie damit Unheil anrichten könnte. Jetzt habe ich doch mal kurz die Biografien durchgelesen. Hatten wir nämlich auch bis jetzt noch nicht ganz so. So, dann warten wir, bis Viconia wieder zurück ist. Ich werde mich im Handumdrehen da und sehen uns weiter um. Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Ja, Kagel beschwert sich immer noch über unser Ansehen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Oh, hi. Ich könnte tanzen. Aha. Bleibt zurück und gebt acht. Ja. Jael Kalles? Wie kann ich helfen? Wie ihr wollt. Das sind ein paar Feuerpfeile, die arg viel Aua gemacht haben bei Nera, weil die hier unbedingt vorgehen wollte. Nur um dann in eine Horde Kobold-Kommandos sogar zu laufen. Ja? Ihr braucht nur zu fragen.
Ist aber schon praktisch, dass Gegain langsam Lebenspunkte regeneriert. Alles wegen des lieben Geldes. Sprecht und verschwindet. Oh. Ich höre zu. Zorn ist vergiftet. Fürs Erste. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Kommt, nervt, warum denn ich? So. Wo, wie ihr wünscht. Geld und Edelsteine, Halsketten, Hand. Noch mehr Geld. Ja, was wir jetzt noch nicht gefunden haben, ist den Weg nach oben. Und da ist der Weg nach oben. So, das ist ja alles. Fleisch hier, genug, um mich wieder ganz zu machen. Altgespenst, und gebt euer Wesenpreis. Mein Fleisch bekommt ihr nur über meine Leiche. Moment mal. Ja, ich will euer Fleisch schmecken und diese Altknochen bedecken. Ein netter Zeitgenosse. Oh, hat aber netten Flegel. Der erstmal identifiziert werden muss. Oh, und den Brief haben wir auch noch gar nicht gelesen. Flegel plus 1. Tranzig, es beunruhigt mich, dass sich Malahi seit einiger Zeit nicht mit uns in Verbindung gesetzt habt. Ihr habt den Auftrag, zu den Minen zu gehen und den Stand seiner Operation zu überprüfen. Darüber hinaus sollt ihr alles Eisen, das unter Umständen von den Kobolden gestohlen wurde, wieder einsammeln. Unser nächster Überfall wird sehr wahrscheinlich bei Padway oder Lastwood stattfinden, also besucht eine dieser beiden Gegenden und verfolgt von dort unsere Spur zurück zu unserem Lager. Tatzok. Gut. Worum geht es diesmal? Also die Edelsteine haben wir schon. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Eingeräumt. Ja, die Schule von Ulcaster. Ja, das war schon mal eine große Schule, wenn man sich so ansieht. Aber die ist ja angeblich abgebrannt. Deswegen sind nur noch Ruinen übrig. Und Ulcasters Geist. Fress brennende
und Zombies. Und, vielleicht frostigen Tod! Lasst sie uns ordentlich versetzen. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Die beste Schule von allen. Ein ganzes Lager voll mit geheimem Wissen. Verloren, alles verloren, ist jetzt ein gewöhnlicher Keller. Wir streben alle nach Wissen, nichts ist uns geblieben. Es gäbe neue Hoffnung, wenn nur ein einziger Leitfaden wiedergeholt werden könnte. Unter dem Schutt und in den Untergeschossen. Hoffnung kehrt zurück, die Geschichte ist von großer Bedeutung. Der Geist von Uncaster weilt in den Ruinen seiner Schule in der Hoffnung, dass jemand einige Folianten entdeckt, die unter den Trümmern begraben sind. Vielleicht kann ich ihm etwas Trost spinnen, wenn ich sie finde. Werden wir alle noch einmal leben eines Tages. Schule von Uncaster. Schule voller Zombies. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Was ist es diesmal? Für euch tue ich alles. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, decken wir auf, was wir aufdecken können. Erst einmal. Alles wegen des lieben Geldes. Alles wegen des lieben Geldes. Skelette, die durch Fenster schießen können? Irgendwie unfreundlich. Alles wegen des lieben Geldes. Ja, Eingang zum Verlies. Okay. Soweit ich weiß, war das Uncaster-Verlies nicht sonderlich groß. Allerdings weiß ich nicht, wie es hier mit Fallen aussah. Wie kann, wie ihr wünscht. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Worum? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Für aber natürlich, Schätzchen. Ein Dolch und ein Trank. Das ist, glaube ich, nur ein Dolch plus eins, genau. Und das ist ein Schöpferkraftstrank. Wenn das euer Wunsch ist. Ja, mein Schatz. Mit Vergnügen. Wie kann ihr braucht? Nur zu fragen. Für euch. Aber natürlich. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich. Sicher. Wie kann ich ihr braucht? Nur zu fragen. Ja, Schreckenswölfe. Worum geht es dir? Mit Vergnügen. Ja? Wie ihr wünscht. Ja, aber natürlich, Schätzchen. Stärketrank, okay. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Vita, Mond, ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Aber natürlich. Okay, Spinnen. Ihr habt jetzt rette ich die Lage.
Ja, Mensch, aber natürlich, Schätzchen. Für euch, aber natürlich, Schätzchen. So, okay, Spinnen. Worum, wie ihr wünscht. Die waren auch mal schwerer. Okay, wer könnte gerade Heiltränke gebrauchen? Olos sagt,